Hallo im Küchengarten. Heute sind wir tatsächlich in meiner Küche. Ich möchte nämlich eine neue Serie starten. Und zwar backe ich seit über 15 Jahren mein Brot, also das Brot für unsere Familie, zu einem großen Teil selbst. Und da haben sich wirklich ein paar Rezepte angesammelt, vor allem während der Corona-Pandemie, wo man ja unter Quarantäne war und fast nicht mehr nach draußen konnte, habe ich eigentlich das gesamte Brot selbst gebacken. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, mit euch meine Rezepte zu teilen. Das Brotbacken ist wirklich einfach, wenn man mal den Dreh raus hat. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, um Geld zu sparen, weil das gekaufte Brot immer teurer wird und dort auch oft Zusätze drin sind, die das Brot natürlich länger haltbar machen sollen und die wir vielleicht nicht zu uns nehmen wollen. Ein Brotrezept, das ist mein Allrounder, das ich immer backe, wenn ich keine Zeit habe, wenn es möglichst schnell gehen soll oder wenn ich es mal vergessen habe. Das habe ich schon mit euch geteilt. Da gibt es ein Video dazu. Das verlinke ich euch oben in der Ecke. Und heute gibt es ein ganz besonderes zweites Rezept, aber auch ziemlich einfach nachzubacken. Und zwar habe ich mal wieder meinen Römertopf hervorgeholt. Das ist ja ein herrlicher Terrakottatopf, Tontopf. Brot braucht ja für eine schön knusprige Kruste Feuchtigkeit im Backofen. Und mit einem Tontopf, den ihr vorher einige Zeit in Wasser einweicht, der saugt sich dann mit dieser Feuchtigkeit voll. Und wenn er dann erhitzt wird im Backofen, setzt er diese Feuchtigkeit frei. Und dann gibt es eine besonders schöne, richtig knackige Kruste. Das liebe ich wirklich sehr. Das Rezept halte ich immer sehr simpel. Da habe ich das Ganze schon drinnen. Ich mache hier ein 500 Gramm Brot. Ich nehme immer ein Mischbrot, damit man die gesunden Nährstoffe des Vollkornes drinnen hat und dann das geschälte Mehl. Also ich habe hier Dinkelmehl als Vollkorn, das ich selbst gemahlen habe. Ich mahle mein Mehl sehr gerne selbst. Ich habe im Keller immer einen 25 Kilo Sack mit den Körnern. Die halten sich ewig und wenn ich es brauche, mahle ich es mir immer. Und dann kaufe ich mir im Supermarkt immer das geschälte, das Weißmehl, ist aber auch Dinkel, weil dadurch wird das Brot so richtig schön fluffig, geht schön auf und wird nicht ganz so kompakt wie ein reines Vollkornbrot. Aber das ist eine Gusto-Sache. Den Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr reines Vollkorn verwendet, braucht ihr immer mehr Wasser, als in den Rezepten angegeben ist, da das Vollkornmehl sehr viel Wasser saugt. Also hier habe ich nun 250 Gramm Dinkel-Vollkornmehl und 250 Gramm geschältes Dinkelmehl aus dem Supermarkt. Ich mache da keine Angabe zu der Type. Ich nehme da immer das, was gerade vorrätig ist. Dann gebe ich immer 1,5 Teelöffel Meersalz dazu. Mische das Ganze gut durch. Dann auch noch ein Päckchen Germ- oder Trockenhefe. Man kann natürlich auch frische verwenden. Ein so ein Päckchen reicht genau für 500 Gramm Mehl. Hier wieder der Tipp, wenn ihr reines Vollkornmehl verwendet, nehmt lieber 1,5 Päckchen, weil das eben viel kompakter ist und schwerer aufgeht. Auch wieder gut durchmischen, denn im trockenen Zustand mischt es sich natürlich leichter, als wenn es dann schon feucht oder nass ist. Dann mache ich immer eine Kuhle in meinen Teig. Und in diese Kuhle kommt jetzt die Flüssigkeit. Und zwar sind das bei auf 500 Gramm Mehl 400 Milliliter Flüssigkeit. Ich verwende sehr gern 360 Milliliter lauwarmes Wasser und die 40 Milliliter fülle ich dann mit Olivenöl auf, weil das gibt eine schöne geschmeidige
Konsistenz und auch einen guten Geschmack. Wichtig ist außerdem das lauwarme Wasser, also die Flüssigkeit sollte lauwarm sein, da die Hefe Wärme braucht, um ihre Arbeit zu verrichten. Und jetzt kommt mein Wunderwerkzeug, um das Ganze zu vermischen, eine Gabel. Viele haben mich nach meinem letzten Rezept gefragt, warum eine Gabel und keinen Löffel? Die Sache ist die, dass die Gabel eben hier diese Zinken hat, die Zwischenräume. Und dadurch lässt sich die Flüssigkeit viel feiner am Anfang mit dem Mehl vermengen, ohne dass sofort so ein Klumpen entsteht. Und das ist einfach, macht die Verarbeitung viel einfacher. Und hier gehe ich eben von außen nach innen und ziehe mir immer ein bisschen Mehl in die Mitte, in die Flüssigkeit hinein. Und ihr seht, so wird es langsam dickflüssiger und vermengt sich schon einmal richtig schön. Und das mache ich so lange, bis sich die gesamte Flüssigkeit mit dem Mehl vermischt hat. Jetzt seht ihr, dass sich hier drinnen schon eine schöne puddingartige Masse gebildet hat. Und jetzt kommt natürlich der Teil, den man gleichermaßen lieben und hassen kann, das Kneten, was am Anfang ja eine recht batzige Angelegenheit ist. Da habe ich hier nochmal Mehl. Da der Teig ja recht weich ist, macht es gar nichts aus, wenn man hier schön Mehl verwendet. Und jetzt geht's ans gründliche Kneten. Ich habe dann auch immer so einen Teigschaber, mit dem ich wunderbar die Arbeitsfläche von dem klebrigen Teig befreien kann und ihn auch noch unterkneten kann. Sobald der Teig nicht mehr klebt und eine wirklich schöne, homogene Masse ist, es dauert aber sicher 5 bis 10 Minuten, seid ihr fertig mit dem Kneten und jetzt darf der Teig rasten. Und zwar nehme ich da immer meine Schüssel her, in der ich den Teig auch angerührt habe, mehle die noch einmal schön aus, damit der Teig nicht kleben bleibt, nehme meinen Teig, setze ihn in die Schüssel, gebe auch noch etwas Mehl oben drüber, Deckel drauf oder Geschirrtuch drüber und an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich ungefähr in der Größe verdoppelt hat. Aber mindestens 2 Stunden. Und eine halbe Stunde, bevor das Brot fertig zum Backen ist, lasse ich meinen Römertopf im Wasserbad schön vollsaugen. Nach circa 2 Stunden oder wenn sich die Teigmenge verdoppelt hat, ist es fertig zum Backen. Hier trockne ich jetzt die Innenseite des Römertopfes ein bisschen ab und streiche ihn mit Butter aus, damit der Teig nicht klebt. Allerdings wäre das hier gar nicht nötig gewesen, da es ja innen glasiert ist, der Römertopf. Und so hättet ihr das Brot auch einfach, also den Teig, einfach in den feuchten Topf legen können. Hier sieht man, der Teig ist wirklich gut aufgegangen, ist sogar am Deckel kleben geblieben. Das macht aber nichts, einfach schnell runtergewurzelt.
nochmal ordentlich Mehl auf die Arbeitsfläche. Jetzt wird die ganze Luft, die sich hier gebildet hat, durch das Aufgehen noch einmal schön untergeknetet. Rassig nicht zu lange kneten, damit die ganzen Gase nicht entweichen. Die wollen wir ja, damit das Brot schön fluffig wird. Dann bringe ich das Brot hier einigermaßen passend in Form und lege es dann in den Römertopf. Mit dem Messer schneide ich die Kruste etwas ein, damit es schöner aufgeht und nicht bricht. Ihr könnt da sogar richtig kreativ sein und Kunstwerke auf das Brot schnitzen sozusagen. Deckel drauf und hinein in den vorgeheizten Backofen. Ich heize den Backofen immer auf 240 Grad vor und sobald das Brot dann drinnen ist, schalte ich auf 210 herunter. 15 Minuten vor Schluss nehme ich dann den Deckel ab, damit sich oben am Brot von der Oberhitze noch eine wirklich schöne Kruste bildet und auch eine schöne braune Farbe. Und dann ist es soweit, das Brot ist fertig. Ich stelle es auf ein Gitter, löse es aus dem Römertopf und lasse es noch auskühlen. Ich danke euch sehr fürs Reinschauen. Für noch mehr Brotbackrezepte meinen Kanal gern abonnieren, das Video liken und teilen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Gutes Gelingen!